Aufgrund der Hast, mit der sie plötzlich gestern losgeschickt wurden, war es noch schwieriger, die ganze Mannschaft richtig einzuweisen. Crane wusste nur zwei Dinge. Sie verfolgten Piraten und diese Piraten hatten ein Boot aus dem Pazifik gestohlen. Weitere Details waren verschwommen und basierten größtenteils auf Gerüchten, die auf dem Schiff kursierten. Crane hatte von anderen Seemännern gehört, dass die Piraten die Crew des Schiffes als Geisel genommen hatten und versuchten, ihre Regierung um ein Lösegeld zu erpressen. Ein Fähnrich im Speisesaal behauptete, dass ihre Beute ein Militärschiff war, das sie von Südkorea gestohlen hatten. Auf dem Flugdeck gab es eher die kühne Behauptung, dass sich auf dem gestohlenen Schiff eine nordkoreanische Waffe befand. Was auch immer der Fall war, sie verfolgten Piraten und der 33-jährige Obergefreite Evan Crane fand das total cool. Seine Aufgabe bei dieser Mission war sehr einfach. So einfach, dass es ihn schmerzte. Er stand auf dem Deck und wartete auf Befehle des Kommandos, falls eine Visierlinie gebraucht wurde und Blickkontakt bestätigt wurde. Das war alles. Es war trotzdem viel besser, als sich auf dem Stützpunkt in Diego Garcia zu langweilen. Das war eine winzige Insel im Indischen Ozean, direkt südlich vom Äquator. Dort wurde es sehr öde, denn die nächste Zivilisation befand sich auf den Malediven oder in Sri Lanka, fast 1500 Kilometer weiter nordöstlich. Es war angenehmer, sich zeitweilig vor einem Teleskop zu bücken, während man durch ein Funkgerät angebellt wurde, als die qualvolle Monotonie in Camp Justice zu ertragen. Wenn sie die Piraten schließlich einholten, wäre Evan Crane außerdem der Erste, der sie tatsächlich vor Augen bekäme, wenn auch nur durch die Linse eines Fernrohrs. Obergefreiter! Das Funkgerät übertrug eine unnötig strenge Stimme eines kommandierenden Offiziers auf der Brücke. Bestätigen Sie Sichtung! Evan Crane knirschte mit den Zähnen. Sie hatten das Piratenschiff aus reinem Glück bis hierher verfolgt. Es gab eine Sichtung bei einem Drohnenflug, den die USS Coolidge zu weit ins Meer hinausgeschickt hatte. Die Verbindung der Drohne war verloren gegangen und sie stürzte in den Ozean.